hier, Eurer Majestät. Leutnant Rottek, ich habe einen Auftrag für ihn. Weißt also, was du für Tabak holen wirst? Den türkischen Extrastark. Ja, und fein abgestimmt. Mischung 1. Moment mal. Ist das nicht der Leutnant von Buko? Der Preuße? Ah. Das glaube ich nicht. Was macht der mitten im Krieg in Wien? Aber der geht doch wie unser Leutnant von Buko. Herr Leutnant von Buko! Halt mal. Hol den Tabak. Preuße in Wien? Tschüss. Bitte um Entschuldigung. Es tut mir leid, gnädiges Fräulein. Die Straßen in Wien werden immer unsicherer. Bitte verzeiht meine unabsichtliche Attacke, aber ich glaube, einen Bekannten gesehen zu haben. Einen Preußen. Deshalb meine Eile. Mein Kompliment. Das ist neu. Einen Preußen zu erfinden, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. Aber nein, ihr müsst mir glauben. Aber sicher, sicher. Ich sehe nur leider niemanden. Ach so? Ach nein. Naja. Dann habe ich mich wohl geirrt, nicht? Dann darf ich mich also verabschieden. Herr Leutnant, wenn ihr glaubt, ich lasse euch gehen, dann irrt ihr euch noch einmal. Da drüben steht meine Kutsche. Ich glaube, gnädiges Fräulein, es war doch sehr richtig, dass ich dem Preußen nachgelaufen bin, wenn es vielleicht auch keiner war. Erlaubt, dass ich mich vorstelle, Leutnant von Rottek. Gnädiges Fräulein, ich muss Ihnen sagen, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Sie wären der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ihr mich wiedersehen könntet, nicht wahr? Aber nein, könnt ihr Gedanken lesen? Wenn ich das könnte, müsste ich euch jetzt eine Ohrfeige geben. Aber gnädiges Fräulein, ich bitte Sie herzlich, was denken Sie denn von mir? Leutnant von Rottek, verzeiht mein Fräulein dienstlich, Kommissar Engelhorn. Aber was heißt denn dienstlich? Ich bin doch auf Urlaub. Das ist vorbei. Hier in Wien ist ein Preuße aufgetaucht, ein gewisser Leutnant von Buko. Ach, schau mal an, also doch. Ihr kennt doch den Leutnant. Wenn der sich hier in Wien rumtreibt, so deutet das auf Spionage, oder? Ich darf mich doch schnell verabschieden, nicht? Lass doch mal die Tändeleien, hier geht's um Großes. Habt ihr eine Vermutung, wo sich Buko hier in Wien aufhalten kann? Nein, eine Vermutung nicht, aber ich bin sicher, er kennt sich aus. Dann wollen wir uns einmal den Sedlmeier vornehmen. Wie ist der Sedlmeier? Ein zwielichtiges Individuum. Aha. Padua, komm her! Sedlmeier! Servus, Herr Kommissar. Herr Sedlmeier, bei ihm ist ein Mann gesehen worden, ein Preuße, der steht unter Spionageverdacht. Ein Preuße? Ich kenne keinen Preußen. Ich stehe fest zur Krone, jetzt im Krieg. Also Sedlmeier, nicht leugnen, wann bei ihm ein Preuße auftaucht, so kann das nur einen Grund haben, hä? Hörchen bitte, Herr Kommissar. Er hat doch eine flinke Hand, Sedlmeier. Er ist ein Meister im Passfälschen. Der Preuße wird einen falschen Pass brauchen. Hm? Aber meine Herren, Passfälschen, das ist doch vorbei. Herr Offizier, früher mal habe ich Urkunden gefälscht. Ja, Beglaubigungsschreiben für Orden und Ehrenzeichen. Sedlmeier, ich will doch da jetzt keine Leichen ausgraben. Ja, wenn er nichts weiß, weiß er nichts. Ich bin doch der Letzte, der ihm daraus einen Strick drehen will. Hm? So, mein lieber Lavon. Oh, Verzeihung. Leutnant von Buko. Ein preußischer Offizier um diese Zeit in Wien? Ist das eine Überraschung? Herr Sedlmeier. Leutnant Friedrich Klaus, Dieter von Buko. Ach, das ist der Buko. Na, dann kann man ja zupacken. Ihr seid festgenommen. Im Namen der Kaiserin. Habt ihr gehört? Ja. Ja, der Herr Kommissar. Schani, zwei Melange für den Herrn Kommissar, für mich. Noch ein Tassel Kaffee. Schaut alles ganz anders aus. Also ich schwöre euch, ich hab dem Preußen keinen Pass ausgestellt. Ja, ist ja recht, Sedlmeier.
Ich glaube, ich mir hole. Ja, bitte nur Platz zu nehmen, Herr Kommissär. Los, komm! Sofort anhalten! Die Fahrt ist zu Ende, Herr Leutnant! Ihr kommt aus Österreich nicht hinauf! Wo ist der Mann geblieben? Der muss doch noch drin sein. Ich hab doch nicht gehalten. Was hat er gesagt? Wo ist der hin? Ich weiß nicht. Ich sollte den Herrn nach Linz fahren. Wer wohnt dort drüben? Der Weinmüller, der Pferdezüchter. Ach, schau mal an. Ein Pferdezüchter. Die Armee kauft hauptsächlich von ihm. So, die Armee kauft hauptsächlich von ihm. Naja, und wo Pferde verkauft werden, kann ja ein preußischer Leutnant nicht weit sein. Kann ich weiterfahren? Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Ja, ja. Herr Leutnant, wo kann denn der Preuße sein? Tja, wenn ich das wüsste. Wir waren doch die ganze Zeit hinter der Kutsche her. Der muss uns bei der Abkürzung entwischt sein. Pardon, pass auf. Reite du hinüber zum Gut, falls er dort auftaucht. Nimm ein Pferd mit, ich komm nach. Jawohl, Herr Leutnant. Ich krieg dich schon, du. Los, beeil dich, schnell. Na komm. Na komm schon, komm. Sei doch nicht so faul. Na komm, da vorwärts. Na, servus, das auch noch. Wo jetzt? Na, Spezi, das kommt davon, wenn man anderen nachspioniert. Na los, komm, sieh doch, gib mir deine Hand. Alles gut. Na, siehst du, es geht doch. Hier muss man auch immer unter die Arme greifen. Fällt in den Sumpf. Im eigenen Land. Mit den Preußen geht's zu Ende, was? Wieso? Naja, wenn du schon zum Weinmüller musst. Was weißt denn du von Weinmüller? Weinmüller verkauft Pferde. Die Preußen pfeifen doch aus dem letzten Loch. Gut, kombiniert, Herr Leutnant. Aber du kennst mich ja. Ich kriege immer, was ich will. Ja, mein Lieber, aber nicht, wenn ich dabei bin. Wo ist denn mein Säbel? Doch, auch da. Das sag ich dir, Spezi. Nicht mir nachspionieren. Rix! Hier! Hier! Hier, Rix! Um das war nicht meine Absicht. Ich habe doch hoch angelegt. Das kann doch gar nicht sein. Wo habe ich euch denn erwischt? Was? Ja, wo ich euch erwischt habe. Ihr habt mich doch gar nicht erwischt. Ja, eben, ich habe doch hoch angelegt. Habt ihr einen Mann gesehen? Was für ein Mann? Einen preußischen Offizier in Zivil. Das ist ein preußischer Offizier in Zivil? Hier auf Gut Weinmüller. Hier wird es ja doch im Trüben gefischt. Ich bin Leutnant von Rotteck. Ich bin hinter den Preußen her. Sprecht weiter, ihr könnt mir ruhig vertrauen. Ich bin Hubert von Weinmüller. Ah, der bekannte Pferdezüchter? Nein, das ist mein Bruder. Ich bin durch die Schlacht bei Mollwitz bekannt geworden. Seither nennt man mich die Ledernase von Mollwitz. Ich glaube, dass der Leutnant hier auf Gut Weinmüller Pferde kaufen will. Wisst ihr? Was bei uns? Das ist doch ungeheuerlich. Aber das könnte sein, das könnte sein. Mein Bruder Jakob ist nämlich ein Preußenfreund. Also? Aber jetzt fahre ich dazwischen, Geschäfte mit dem Feind zu machen. Hat denn der Mensch überhaupt keinen Charakter? Ist der Offizier aus Wien gut untergebracht? Natürlich. Die Steffi kümmert sich um ihn. Jakob, du musst dich ja schämen, den Namen Weinmüller zu tragen. Ich kann dein preußisches Getue nicht mehr mit anschauen. Alles musst du dem preußischen König nachäffen. Wir sind doch schließlich Österreicher. Hör mal, ich bin ein genauso guter Österreicher wie du. Was hat denn das mit der Flöte zu tun? Hä? Nix. Aber wie willst du mir erklären, dass ein preußischer Offizier in Zivil hier herumschnüffelt? Hä?
Ein preußischer Offizier, ein Zivil, hast du ihn gesehen? Aha, jetzt fährt's dir in die Knochen. Na, gar nichts fährt mir in die Knochen. Was willst du denn damit sagen? Dass du politisch nicht ganz astrein bist, ich warne dich. Wenn du Geschäfte mit den Preußen machst, da kenne ich kein Pardon. Dafür war ich schon bei Mollwitz bekannt. So, deinen eigenen Bruder. Ah, wenn's ums Vaterland geht, da kenne ich keinen Bruder. Ja? Was denn ihr? Ja. Ich. Aber nein, wieso denn? Ich meine, seid ihr hier? Ja, ich bin. Steffi Weinmüller, die Tochter des Hauses. Nein. Da habe ich ja Glück im Unglück. Aber der Rock ist doch noch feucht, euer Gnaden. Ich habe euch eine gute Schokolade gemacht. Die steht noch in der Küche. In der Küche ist der. In der Küche. Schön bei uns. Das ist wunderschön. Bezaubernd ist das hier draußen. Ja, ich glaube, ich würde mich sehr wohl fühlen bei euch. Könnt ihr tanzen? Auch nicht sehr gut. Mein Vater gibt heute Abend ein kleines Fest. Ein Maskenfest. Nein, ein Fest für mich. Nicht nur für euch, nur so. Bei uns gibt's ja nichts als Pferde. Naja, das ist wahr, natürlich. Aber das gibt's doch wohl nicht. Dieser Preuße. Schon wieder der Preuße? Na, so eine Unverschämtheit. Ich muss raus hier. Ich muss raus hier, den krieg ich. Aber doch nicht ohne Stiefel. Ohne was bitte? Wieso denn ohne Stiefel? Wo sind da meine Stiefel, Papa? Wo sind meine Stiefel, bitte? Aber die müssen doch hier sein. Die sind eben nicht hier. Wo sind meine Stiefel? Bitte, wo sind die? Oh, Entschuldigung, Herr Leutnant. Ich sehe mal draußen. Ach, dann aber los. Meine Stiefel. Gestatten, bitte. Das ist doch die größte Frechheit, die mir vorgekommen ist. Selbst am helllichten Tag treibt sich dieser Bursche hier herum. Ich weiß zwar nicht, was der Mann da draußen will, aber eigentlich solltet ihr ihm dankbar sein. Bitte? Dankbar? Ja, warum denn? Überleg doch einmal. Das ist wahr, so gesehen, natürlich. Herrgott, wo bleiben denn meine Stiefel? Wo bleiben meine Stiefel? Wo sind die? Ich habe ein schönes Schäferkostüm für euch. Ein Schäferkostüm? Mhm. Für mich? Ich kann die Stiefel draußen nicht finden. Sie müssen hier sein. Das ist ausgeschlossen. Such sie! Da sind sie ja. Was denn, wo denn? Wie kommen die denn hierher? Ich habe euch doch gesagt, sie müssen hier sein. Na, warte, Leutnant, dich erwische ich schon. Zwei Prachtexemplare. Ja, die zwei sind die Grundlage für eine ganze Zucht. Gutes Blut, wie alles bei Weinmüller. Danke. Was macht der Pferdehandel? Ah, das ist schwierig. Unsere Armee kauft alles und zahlt schlecht. Da muss man sich jemand andere Käufer suchen, was? Das könnte denen so passen, so ein edles Blut nach Preußen zu bringen. Aber heute gibt's eine böse Demaskierung. Den Mann dort drüben an der Säule? Den Henker? Ja, den Henker. Warum streicht er denn andauernd um ihren Herrn Papa herum? Wo ist denn Papa? Dort drüben an der Säule, neben der griechischen Göttin. Merkwürdig. Entschuldigt, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich mir den Henker einmal anschaue. Es ist, glaube ich, auch für den Vater besser.
Steffi gestatten? Psst. Leutnant, ich bin's. Ledernase. Ist der Preuße schon hier? Ja, der ist da, aber bitte keinen Skandal. Schneidet ihm den Rückweg ab. Ich weiß schon, wie man mit ihm fertig wird. Halt, schöne Maske, ihr seid erkannt. Sehr einfallsreich, ein Preuß als Henker. Was ist denn? Hat er zu viel getrunken oder ist ihm schlecht? Engelholm, du, Engelholm. Na, was macht denn der hier bitte? Das ist meine Überraschung. Er sollte meinen Bruder beschatten. Ach so. Wo ist denn Jakob? Da drüben. Allein? Allein, ja. Engelholm, komm, reiß dich zusammen, ich bring dich raus. Ich bring dich bitte. Was vertragt? So leicht kommt ihr mir nicht davon, wenn ich schon einmal einen guten Tänzer habe. Das ist eine schöne Geschichte, mein Lieber. Es fällt gar nicht so einfach. Was soll ich denn jetzt machen? Tja, dann muss ich mich wohl einverstanden erklären. Ich weiß eure Haltung zu schätzen. Es wird euch nicht leicht fallen. Ja, in diesem Haus, bei dem Bruder. Ich wollte, es wäre schon Frieden. Das wünschen wir alle. Dann wäre manches leichter. Ritter! Aber meine Herren! Ritter, sag ich! Aber Hubert! Entschuldigung, aber ich halte es für meine Pflicht. Ja, doch wirklich alles verpasst. Jetzt hat sich sehr herausgestellt. Mein eigener Bruder. Ein Preußenfreund. Ach was, wer ist hier ein Preußenfreund? Das war ein Gast. Ich bin dir doch keine Rechenschaft schuldig, mit wem ich mich unterhalte. Und das in unserer Familie. So, entwischt. Der Preuß ist weg. Wir brauchen wir gar nicht mehr. Ich habe alles gehört. Ach so, was denn? Was habt ihr gehört? Was er über mich gesagt hat. Was? Ihr habt doch überhaupt nichts gehört. Gut, bin ich wieder an allem schuld. Schon in der Schlacht bei Mollwitz hat man mir alles in die Schuhe geschoben. Herr Leutnant, aufwachen! Es ist 5 Uhr und schon hell draußen. Na und? Jetzt seht doch mal aus dem Fenster die Pferde. Das sind ja seine besten Pferde. Also doch, der Preuße. Na, warte. So steht sie. Schluss mit der Schnüffelei. Machen wir es kurz. Na gut, dann sind wir uns ja wieder einig. Also komm her. Bravo, Herr Leutnant. Ja, nochmal. Bravo. Da muss ich, der Leutnant, der ist links hinter. Und von unten nochmal. Bravo. Ja, wo sehe ich, der Leutnant? Herr Leutnant! Wohl bekommst, Herr Kollege! Herr Leutnant! Ja? Herr Leutnant! Ihr habt ihn umgebracht! Ach was, dem ist schon nichts passiert. Doch, da unten ist doch Wasser! Ach was, es ist ein alter leerer Kanal. Und außerdem, er kann schwimmen. Schwimmen? Da unten kann man doch nicht schwimmen! Hört ihr nicht, wie es rauscht?
Na ja, komm, geh mal weg. Ja. Wollen wir nicht so sein. Herr Leutnant! Herr Leutnant! Herr Leutnant! Herr Leutnant! So, das Unternehmen Weinmüller ist hiermit beendet. Herr Leutnant! Lauf zum Kommissär, der soll auch was tun. Steffi! Der steht uns nicht mehr im Weg. Oh, Liebling, mein Liebling, was hat er dir getan, was Liebling? Denn? Das ist euer Liebling? Ich könnte ja nicht zufrieden lassen, er hat niemandem etwas getan. Ich hab ihn zusammengeschlagen. Aber zusammengeschlagen, der steht schon wieder auf. Friedrich, Liebling. Steffi. Sie ist meine Braut. Was? Ich will sie heimholen. Was, nach Preußen? Ja, nach Preußen. Meinst du, ich will warten, bis der Krieg endlich vorbei ist? Vielleicht dauert er noch mal 7 Jahre. Und ich, Trottel, dachte, er wollte Pferde von eurem Vater holen. Pferde, Pferde, mehr habt ihr nicht im Kopf. Ihr habt mein Leben, mein Glück zerstört. Aber Kinder, das ist doch Wahnsinn. Ihr kommt doch gar nicht über die Grenze. Wir haben doch Pässe vom Sedelmeier. Kinder, Kinder, ihr müsst weg. Kleinigst. Der Onkel Hubert ist schon auch. Papa, warum sieht alles aus? Der Rottig hat ihn festgenommen. Festgenommen, ja. Was soll ich jetzt mit euch machen? Der Onkel Hubert wird gleich da sein. Leutnant, wir kommen! Haltet aus! Wir kommen! Aushalten! Mein Herz ist aus, Steffi. Los, rauf mit dir. Komm. Was ist mit dir los? Komm, komm, komm. Rauf, hey. Komm. Ich hoffe nur, die Pässe vom Sedelmeier sind in Ordnung. Für eure Analphabeten an der Grenze reichen sie schon lange. Was? Ihr wollt uns? Wenn ihr nicht sofort einsteigt, überlege ich es mir noch einmal. Sag mal, Spezi. Was denn? Brauchst du kein Alibi für deinen Kommissär? Aber wieso denn? Du kannst mich doch nicht einfach laufen lassen. Aber was? Nein, lass mich das nur machen. Komm, verschwinde, los. Du sollst doch wegen mir keine Schwierigkeiten haben. Aber das macht doch überhaupt nicht. Wiedersehen, Papa. Hier, lass doch, fahr, lass hier! Hier, vorwärts! Lass doch! Hier! Na, küsst die Hand. Der Preuße hat meine Tochter entführt. Unsere Schwarzen mitgenommen. Die besten Pferde, Jakob, das ist denn Vermögen. Ja, die Preußen brauchen frisches Blut. Der Leutnant hat das Menschenmögliche getan, aber die Flucht nicht verhindern können. Lieber Weinmüller, wir sind doch nicht blind. Das haben wir doch gesehen. Quatsch doch nicht herum, Enkelhorn, wir müssen nach. Aber doch nicht so eilig, meine Herren! Die kommen doch gar nicht über die Grenze, haben doch keine Pässe!